Erstmal guten Tag, Leute. Willkommen bei einem neuen Video. Ich glaube, es fängt gleich an zu regnen. So, der Ton müsste wieder gut sein. Sag ich auch mal jetzt guten Tag, meine Freunde. Und ja, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, der Ton ist jetzt wieder, ich hoffe, besser. Ich habe nämlich beim Charity Run oder kurz vorher, irgendwann um die Zeit, habe ich meinen Popschuss verloren vom Mikrofon, was hier im Helm verbaut ist. Und deswegen, wenn ich dann während der Fahrt nach links oder nach rechts geguckt habe, ist der Wind natürlich so ein bisschen unten rein, obwohl ich unten schon so einen Windabweiser habe. Aber so ein kleiner Popschutz macht doch schon sehr viel aus. Ja, ich musste sehr viel rausschneiden, beziehungsweise hätte ich sowieso gemusst, weil das Video ist ja jetzt schon lang genug. Aber es gab so die ein oder andere coole Szene, die hätte ich gerne mitgenommen, aber ohne anständigen Ton ist das alles Murks. Dann mache ich mal noch so ein paar Fazitworte zum Charity Run. Und zwar, es war grundsätzlich eine sehr, sehr geile Aktion. Und für die Leute, die das Video gesehen haben von euch, war es natürlich für mich auch ein sehr naheliegendes Thema. Und deswegen wollte ich da unbedingt dabei sein. Und es hat halt genau gepasst. Warum, sage ich ja in dem Video, will ich jetzt gar nicht mal so drauf eingehen, warum es für mich gepasst hat. Auf jeden Fall fand ich das eine sehr, sehr gute Geste und vom Schrauberbier eine sehr geile Aktion, das so ins Leben gerufen zu haben und all die anderen, die auch darin involviert waren und das noch gepusht haben, sei es Hotel Toskana und wie die ganzen Leute heißen. Kenne ich jetzt alle nicht so ganz persönlich. Ich denke, naja, sowas ist auch nicht alleine auf die Beine zu stellen. Es war ja die Aktion, wer das Schrauberbier kauft, davon geht halt ein Batzen. Oh scheiße, jetzt habe ich mich verfahren, ich hätte da drauf gemusst. Ach, wieder falsch gefahren. Nee, ich fahre irgendwo hin jetzt. Geht ein Batzen, wird weggelegt für Herzenswünsche. Und bei diesem Charity Run wurde halt ein großer Teil, oder ja, wurde halt schon ein großer Teil übergeben. Habt ihr alles im Video gesehen, ansonsten holt das nach, guckt auf meinem Kanal, da werdet ihr das finden. Ich werde aber jetzt mal hier drehen, weil ich weiß nicht, wie lange ich mit Landstraße dahin brauche, wo ich jetzt hin will. Die Aktion, wie soll ich sagen, Schrauberbier hat mir gestern, ja warte mal, wir haben Samstag, gestern kam ein Video online. Und hat Schrauber mir auch direkt geschrieben, super Video und hat sich bedankt und allem drum dran. Der ist auch ein sehr netter Kerl. Ich habe ihn auch kurz kennengelernt, so beiläufig kennengelernt. Ich war an dem Tag nicht so ganz auf der Höhe. Ich denke, verständlich, kann man ja im Video hören und sehen. Es war trotzdem geil, es war geil, wie viele Mopeds da hingekommen sind und was für eine Summe dabei zusammengekommen ist. Und vor allen Dingen, ja, die Aktion über das Schrauberbier, so wie es jetzt war, ist momentan beendet. Schrauberbier hat mir selber geschrieben, gestern noch, dass irgendwie die Zusammenarbeit mit diesem, mit der Brauerei aktuell beendet ist. Er plant aber was Neues, damit das für Herzenswünsche weitergehen kann. Und er freut sich, wenn ich dann auch direkt mit am Start bin und ich denke, all die anderen auch, so wie ja, wer auf jeden Fall mit dabei sein wird, ist hundertprozentig der Tourensohn. Da bin ich sehr schwer von überzeugt. Vielleicht ist Cole Motor nächstes Mal mit dabei und vielleicht kriegen wir auch noch ein paar andere mit ins Boot, um das alles auch medial ein bisschen größer zu machen. Und zu verfolgen ist das Ganze in Zukunft nicht mehr über Instagram, außer jetzt, ich kriege irgendwelche Infos und gebe die weiter oder über Tourensohn, sondern über Facebook, über Moto Media TV. Die hatten zwar eine Instagram-Seite, aber sie wollen sich nur noch auf eine Plattform quasi konzentrieren. Ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen bei Facebook schauen. Ich werde den Link unten in die Videobeschreibung packen. Und dann kann man verfolgen, was die da in Zukunft noch planen werden und bei nächsten Ausfahrten, so wie es das beim letzten Mal war,
werde ich auf jeden Fall auch dabei sein. Ja, hat Spaß gemacht. Die Fahrt selber, also ich persönlich, also ich fahre ja oft Kolonne und es war ein bisschen chaotisch. Gut, wenn man bei sowas hinfährt und so viele sind nicht so häufig mit solchen Motorradmassen, sage ich jetzt mal. Also für mich ist das jetzt nicht so eine ganz große Masse. Ich bin anderes gewohnt, sage ich mal. Auf jeden Fall kam es schon öfters vor, dass ich halt mit noch mehr Leuten unterwegs bin. Und da ist total schön. Ist auch anstrengend und man muss das schon auch können. Und es war, also die Fahrt selber war ein bisschen chaotisch und unorganisiert. Die Blocker haben einen guten Job gemacht, gar keine Frage. Man kam relativ gut durch. Was ich jetzt ein bisschen doof fand, zumindest hat die Info, die bei mir ankam, ich weiß nicht, wie es tatsächlich war, mitten auf der Autobahn wurde angehalten und mir wurde gesagt, ja, da wollte jemand ein Foto machen. Mit fast 60 Motorrädern, da muss man nicht mitten auf der Autobahn anhalten. Auch wenn jemand eine Panne hat, muss nicht jeder anhalten. Es reicht dann zwei, drei Leute, die mit einem Straßenrand, also auf dem Seitenstreifen stehen und der Rest wartet dann, sag ich mal, so wie jetzt, an den nächsten Parkplatz oder so. Und sowas muss eigentlich vorher abgeklärt sein. Genauso muss geklärt sein, wer ist schon mal Kolonne gefahren, wer ist frischer Anfänger. Solche Leute gehören nach vorne, weil am Ende von so einer Kolonne erreicht man schon häufig höhere Geschwindigkeiten. Und das ist nicht jedermanns Sache, auch mit dem Versetztfahren. Also das war total chaotisch, muss ich sagen, da habe ich schon ein bisschen Puls gehabt. Aber ansonsten, für mich stand ja natürlich die ganze Aktion im Vordergrund. Ich habe mich gefreut, Kolmoto kennenzulernen, der ja quasi aus meiner Nachbarschaft kommt. Und habe mich gefreut, der Tourensohn den Weg auf sich genommen hat. Und den kennenzulernen und da wird auch in Zukunft von dem einen sowie auch von dem anderen mit Sicherheit noch was auf meinem Kanal zu sehen sein. Und ja, wie gesagt, verfolgt die ganze Geschichte auf Motomedia TV für diese ganzen zukünftigen Aktionen, die wahrscheinlich geplant werden. So, das war es dazu. Ja, gestern Nachmittag habe ich noch mein Eisenschwein weitergeschraubt. Ich habe Koffer hinten dran gemacht. Ich habe ein kurzes Video gemacht. Vielleicht ist es sogar schon online. Vielleicht kommt es hier nach online. Ja, ich denke mal, dass es zuerst online kommt. Und das war nun ein ganz kurzes Schraubervideo. Ich habe halt die Halterungen dran gemacht, habe Bohrlöcher gemacht und so weiter. Und ja, die Maschine ist auch ein paar Tage später noch ohne Probleme angegangen. Alpenwiesegelände, ne, hier muss ich noch nicht raus, muss noch einen weiter. Und ja, so wundergeil. Ich habe direkt mit der GoPro auch Aufnahmen gemacht hinten dran, habe dadurch ein kleines Mini-Intro gemacht, wenn ich jetzt Vlogs oder Schraubervideos mit dem Eisenschwein mache. Weil ich will das ein bisschen trennen mit meiner Wilma. Und ihr kennt den Namen ja noch gar nicht, aber den verrate ich noch nicht. Mein anderes Motorrad hat von Anfang an schon einen Namen, aber ich wollte erst warten, bis das quasi handfest ist, dass das Motorrad auf die Straße kommt. Und es ist jetzt so, ja, fast zielgerade schon, würde ich sagen. Ich brauche auf jeden Fall noch, vielleicht brauche ich noch neue Reifen. Ich muss mal schauen, dann werden noch Bremsen gemacht werden müssen. Und die ganzen Flüssigkeiten, ja, da habe ich alles, glaube ich, schon zum größten Teil im Schraubervideo gestern erzählt. Ja, apropos Thema Reifen, dann wollte ich heute Reifen bestellen. Die hatte ich mir vor Monaten oder was schon bei eBay abgespeichert, von Maxis. Und zu einem guten Kurs. Der Hinterreifen ist, den kann ich sofort, könnte ich sofort kaufen, aber der Vorderreifen ist weg. Und finde ich auch zu diesem Preis nirgendwo mehr. So, deswegen warte ich jetzt noch ein bisschen, ob ich den irgendwo noch finde zu dem Preis. Weil 30 Euro mehr sind 30 Euro mehr. Und möchte ich jetzt gerade noch nicht einsehen. Ah, guck mal, Wetter wird schon scheiße. Und soll wahrscheinlich, meine Frau sagt, sie sagt, es wird nicht regnen. Ich habe gesagt, ab 19 Uhr wird es regnen. Kacke. Hoffentlich kriege ich nachher nicht den Arsch nass. Und dann fiel mir auch direkt passend zu dem Thema ein, was auch wahrscheinlich jeder Motovlogger schon mal gemacht hat, Angststreifen. Bei einer Schupper ist das ja egal, die sind ja da gar nicht Thema. Aber hier bei dem jetzt oder beim Rennsemmel oder so, ich habe das schon oft erlebt, dass wenn man irgendwo hinkam und die gucken alle, im begutachten alle immer deine Reifen, wie krass du auf der Flanke fährst und blabliblub. Das sind meistens so welche, die sich dann auch, ich will jetzt nicht sagen kaputt fahren, aber die dann auf jeden Fall auf die Schnauze fallen. Ja, versteht mich nicht falsch, ich finde das gar nicht mal so schlecht, wenn man weiß, wie weit man mit seinen Reifen gehen kann und wo die Grenzen sind und so weiter. Das aber jedes Mal aufs Neue rauszuprovozieren, im öffentlichen Straßenverkehr wohlgemerkt.
im öffentlichen Straßenverkehr finde ich Banane. Wenn man jetzt auf eine Nordschleife fährt oder so, ja, da passiert ja nicht viel, außer, ja, du tust dir weh, aber das war es auch schon. Ne? Aber hier im öffentlichen Straßenverkehr finde ich es nicht so geil, wenn man jede Kurve wirklich auf die Flanke nehmen muss. Also vor allen Dingen auch bei hohen Geschwindigkeiten. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, so weit runterzukommen. Man muss nicht immer ballern. Man kann das Motorrad auch bewusst runterdrücken bei jeder Geschwindigkeit. Also das ist auch alles nicht immer sehr aussagekräftig. Wenn einer sagt, boah, ich fahre so schnell um eine Kurve, ich bin so krass. Er schafft es aber auch mit 20 km weniger, indem er einfach nur das Motorrad runterdrückt und er quasi oben drauf hockt. So, machst du aber Hanging Off, ja, hast du halt ein bisschen weniger Schräglage, damit du halt, das ist eine ganz andere Gewichtsverteilung. Ich glaube, da bin ich auch nicht der 100% beste Ansprechpartner für sowas, weil ich bin nicht so der Rennfahrer. Aber klar, ich fahre auch mal schnell, fahre auch mal zügig um eine Kurve, aber bei mir, ich habe es noch nie geschafft, auf der Flanke zu fahren. Und ich habe es auch noch nie nötig gehabt. So, und trotzdem konnte ich bisher überall mithalten. Außer natürlich jemand ist wahnsinnig und lebensmüde. Dann schalte ich einen Gang zurück, weil das sehe ich nicht ein. So, wenn ich mal auf der Rennstrecke fahre und ich habe es noch auf jeden Fall vor, vielleicht schaffe ich es noch dieses Jahr, mal gucken, weil jetzt ist wieder so viel geplant und alles und muss man mal schauen. Vielleicht, ja, vielleicht sieht dann der Reifen da wieder ganz anders aus. Weiß man alles nicht. Ich war noch nie auf der Rennstrecke, also so. Ah, ich glaube, ich habe schon einen Tropfen abgekriegt. Egal. Definitiv, Leute, gerade auch, ich sag mal, Fahranfänger oder die Jüngeren, lasst euch davon nicht beeinflussen oder beirren. Ja, ich krieg schon Regen ab. Scheiße. Und völlig egal, wenn ihr Kollegen habt, die da so heiß drauf sind, auf die Flanke, auf der letzten Rille zu fahren. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Dadurch ist er nicht unbedingt ein besserer Motorradfahrer. Höchstens eher ein Organspender. Ja, das kann man auch nicht so pauschalisieren. Ne? Also, aber es ist oftmals so. Ich fahre ja schon so lange Motorrad und es gibt halt die Leute, die haben es wirklich drauf, auch ohne wahnsinnig zu fahren, auch auf der Flanke fahren zu können. Und da sieht man, da ist Motorradbeherrschung. Der beherrscht die Reifen, der weiß, wie weit kann er gehen, ohne jemanden zu gefährden, auf sich selbst oder einen anderen Straßenverkehrsteilnehmer. Und dann gibt es die andere Fraktion, die einen auf Rossi machen wollen, sind aber nur eine Mücke, eine Kurve. Irgendwann auf jeden Fall eine platte Mücke, so wie die fahren. Ha, man sieht, er kennt sich damit aus. Ja, da muss man ein bisschen differenzieren, aber auf jeden Fall lasst euch davon nicht beeinflussen und macht keine waghalsigen Kurven- und Rasaktionen. Wenn ihr Kurven lernen fahren wollt, dann macht ein Kurventraining und da lernt ihr auch bei niedrigen Geschwindigkeiten auf der Flanke zu fahren. Selbst im Kreisverkehr schaffst du es, auf der letzten Rille zu fahren, ohne dass du da wegschmieren musst. Also, ja. Und gerade wenn ihr vorhabt, so krass zu fahren, sage ich jetzt mal, dann zieht auf jeden Fall passende Kleidung an, weil da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass du mal schmierst und ja, wegrutscht. Ja, wie gesagt, kam mir viel mehr. Das Thema hatte ich schon mal auf. Ich habe mir ja so eine Liste gemacht, so eine Motorvlog-Liste, worüber ich alles sprechen will. Und das habe ich, glaube ich, vor relativ kurzer Zeit auf die Liste gesetzt. Und es fiel mir heute ein, als ich dann nach den Reifen geguckt habe, die ich mir eigentlich bestellen wollte für mein Eisenschwein. Und dachte ich mir, ja komm, machst du mal ein kleines Video. Die Jacke, jetzt habe ich jetzt auch irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Wochen nicht angehabt. Habe ja jetzt immer, also 3 Wochen locker. Und auf jeden Fall habe ich wieder ein bisschen mehr Platz in der Jacke. Habe ein bisschen abgespeckt. Und ein bisschen, ja, eigentlich, also ich sehe davon nichts, aber in den Klamotten merke ich es ein bisschen. Also ich habe jetzt auch einen Pullover an, ein Unterhemd, ein T-Shirt, die Jacke und meine Kutte drüber. Und ich kann auf jeden Fall wieder normal atmen, ohne dass ich den Bauch reinziehen muss. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, ich hoffe ja, dass ich so weit abnehmen kann und durchhalte und es auch schaffe. Ah, dass ich vielleicht mal wieder in eine meiner Lederkombis passe. Zumindest schon mal in einer der größeren zumindest. Wäre ja nicht verkehrt. Definitiv nein. Okay, das war's. Also es war jetzt ein bisschen Sprühnebelregen eben. Aber es war nur ganz wenig. Ich bin ja auch schon lange nicht mehr gefahren. Und hier zum Beispiel, ich könnte jetzt auch, ich sag mal, 15 km/h hier schneller fahren und dann so runterdrücken, dass ich schon fast auf der Flanke wäre. Oder ich könnte den auch jetzt schon runterdrücken und dann, das sieht aber komisch aus. Also ich fahre immer relativ normal, sag ich mal. Dann fahr doch, du Affe! Und klar, man gibt auch mal Gas.
Und aber ja, ich bin dann doch schon der eher einen Gang zurückschaltet und ein bisschen Vernunft noch drin hat. Behaupte ich zumindest. Kann auch sein, dass jemand anders zu mir sagt, das hat eine besenkte Sau. Ja, solche Momente wird, glaube ich, so gut wie jeder Motorradfahrer mal haben, dass er mal ein bisschen zügiger fährt. Aber ich denke mal, da sind wir uns alle einig, nie über die eigenen, na nicht Regeln, wie sagt man, nie über die eigenen Grenzen hinauszufahren. Und Hauptsache, man kommt wieder sicher nach Hause. Boah, das sieht auch geil aus. Wenn ich mal irgendwann Geld habe und einen Ranch haben sollte, möchte ich das auch so eingezäunt haben. Ich liebe sowas. Das hat so ein bisschen amerikanischen, so Ranger-Style. So. Dann habe ich ein Pferd mit einem Hub, dann mache ich einen Horse-Vlog. Dann mache ich einen Horse-Vlog mit einem Pferd. Anstatt Motor-Vlog mache ich einen Horse-Vlog. Auch nicht schlecht, oder? Ja, Leute, im Gegensatz zur letzten Woche, genau heute vor einer Woche war der Charity-Run. Ist meine Laune heute definitiv wieder viel besser. Ja, das Eis und Schwein läuft super, ehrlich. Bin zwar noch nicht gefahren, also ich war nur eben kurz auf so einem Hinterhofweg da. Also Getriebe funktioniert, erst und zweiter Gang ist relativ butterweich, als ich hätte gedacht, dass das schwieriger geht. Und obwohl da noch die alte Plörre drin ist, also die alte Bremsflüssigkeit, die ist ja nicht mit Seilzug, sondern mit dieser Flüssigkeit. Da werde ich als nächstes wechseln. Und ja, da muss ich mal schauen wegen Reifen und ja. Auf jeden Fall dauert das noch ein paar Wochen, bis die wirklich fertig auf der Straße ist. Aber jetzt ist schon mal ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Ich finde, dass ich sie richtig schön hingekriegt habe bis jetzt. Wenn man mal vergleicht, wie die aussah, als sie gekauft habe. Es hat die Elektronik gefehlt. Der komplette Lacksatz hat gefehlt mit Tank und so weiter. Was hat denn noch gefehlt? Ja, so viele Sachen haben gefehlt. Also war ja nur ein halbes Motorrad sozusagen. Ja, Papiere haben gefehlt, das habe ich alles organisiert und so weiter. Ja. Dann habe ich sie einfach ordentlich wieder aufpoliert mit Autosol und was da auf jeden Fall noch an Glanz rauskam, hat mich echt gewundert. Jetzt seht ihr, also mein Kumpel letzte Tage gesagt, ja, ey, hast du daraus ein neues, hast jetzt, ist das ein anderes Motorrad? Oder der konnte gar nicht glauben, was ich daraus gemacht habe. Und ja. Alles gut gelaufen bis jetzt. Ich habe bis jetzt so wenig Geld dafür bezahlt, mit auch verdammt, verdammt viel Glück, muss ich sagen. Man muss auch manchmal Glück im Leben haben. Und ja, deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden bis jetzt. Natürlich freue ich mich auf die erste richtige Fahrt und auf den ersten Vlog damit und wie die sich anfühlt und so. Auf jeden Fall der Motor, das Motorrad vibriert auch ordentlich. Klar, jetzt nicht so wie eine Harley, kann man nicht vergleichen, aber da ist auch richtig Emotion hinter, das habe ich schon auf dem Feldweg gemerkt und du merkst auch richtig das Drehmoment von unten rum. Ja, bin mal gespannt, wenn ich die erste richtige Fahrt mache, wie ich dann reagieren werde und wie das alles so wird. Vielleicht kristallisiert sich dann ja noch irgendwas raus, was gemacht werden muss am Motor oder so. Ich hatte das Gefühl, dass wenn man untertürig ist beim Anfang, dass der Motor so ein bisschen hart klappert, oder ansonsten so hat er ja nichts geklappert, erst wenn ich dann anfahre, aber ja, vielleicht war es auch vorne das Schutzblech, ich hatte es noch nicht fest, das kann auch alles sein. So, ich habe alles nur so grob zusammengesteckt für Videos und um zu gucken, wie das alles aussieht. Jetzt geht natürlich, ich sag mal, die finale Montage so ein bisschen los, sofern jetzt nicht anderes dazwischen kommt. Ja, dann habe ich noch was. Ich habe einen neuen Abonnenten, der hat mir unter meine Rocker-Videos kommentiert und ich habe erst gar nicht gecheckt, dass der auch Videos macht. Und wenn ihr auf Rocker-Content steht, so, und ich möchte jetzt gar nicht so viel davon, also mein Kanal besteht nicht daraus, andauernd Motorradclub-Content zu bringen und will ich auch gar nicht. So typische Allgemeinheiten, darüber spreche ich, alles andere. Wenn ihr das erfahren wollt, dann geht in so einen Club, sucht euch die Nähe und macht selber Erfahrung, denn alles kann und will ich nicht verraten, weil es muss so einen gewissen Reiz da sein. Einzige, was ich versucht habe zu erklären, ist, dass wir nicht alle kriminell sind. Also ich hoffe ja, dass das angekommen ist.
Fiel mir jetzt gerade ein, weil ich dann auch letztens mit einem Abonnenten ein bisschen hin und her diskutiert habe. Er diskutiert nicht, er hat nachgefragt und finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und das Problem ist halt, viele lassen sich von den großen öffentlichen Medien leiten und das ist ein bisschen schade, weil das spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir eigentlich sind. Aber um jetzt nochmal darüber zurückzukommen, oder darauf zurückzukommen, schaut bei Elvis Oldschool vorbei. Ich verlinke ihn unten. Ich glaube, der weiß noch gar nicht, dass ich ihn jetzt erwähne. Fiel mir auch jetzt gerade spontan ein. Ein cooler Junge. Ich glaube, der ist ungefähr in meinem Alter. Glaube ich zumindest. Und er macht bis jetzt überwiegend Rocker-Vlogs. Zieht euch da rein. Und er hat auch recht mit all dem, was er sagt. Er sagt quasi genau das gleiche wie ich. Und er geht aber ein bisschen ausführlicher drauf ein. Und ja, mein Problem ist jetzt, ich habe auch das ein oder andere Thema davon im Kopf gehabt und jetzt sehe ich seinen Kanal und er hat das schon alles gebracht. Mit Sicherheit gibt es viele, die das schon alles gebracht haben. Vielleicht werde ich meine Sicht dazu auch mal ein bisschen mehr ausbauen, aber ansonsten, Leute, schaut da vorbei. Ich finde es gut, wie der das macht. Und ja, Leute, denkt dran, fahrt sicher. Nicht auf der letzten Rille, wenn es nicht sein muss. Oder wenn ihr es nicht könnt. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht kann. Man kann trotzdem zügig um eine Kurve fahren und Spaß haben, ohne dass man sich jetzt verrenken muss, sage ich mal. Aber trotzdem, alles, was dazu beiträgt und hilft, zu lernen, wie das Bike zu kontrollieren, finde ich gut. Genauso wie Wheelies, wenn man es wirklich kann und jetzt nicht in der Stadt macht, so wie andere Idioten. Wenn man es kann und man hat es drauf und man weiß, damit umzugehen, finde ich es gut. Man lernt sehr viel über Motorradkontrolle. Genauso ist es auch zu wissen, wie weit kann man runtergehen, was passiert bei Schräglagen und so weiter. Ja, Leute, das war's eigentlich dann auch jetzt so für heute. Oh, ich habe, glaube ich, eine Fliege im Helm. Irgendwas kitzelt mich an meinem Kopf. Hallo. Ja, Leute. Ach, und erstmal vielen Dank. Ich habe jetzt schon 230 Abonnenten. Das ging in den letzten Tagen für meine Verhältnisse etwas zügiger hoch. Leute, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr bleibt doch alle und seid interessiert euch für den Content, den ich euch bringen kann oder noch bringen werde. Gerade auch in Zukunft mit meinem Eisenschwein. Wenn die fertig ist, glaube ich, werden die meiste Zeit am Anfang mit Sicherheit erstmal die Shopper-Vlogs werden. Ganz klar. Und ich freue mich da tierisch drauf. Jetzt muss ich gucken, ich muss hier bleiben. Und ja, Leute, schaltet wieder ein auf meinem Kanal, abonniert meinen Kanal und ja, zieht euch meine Videos rein. Liked fleißig, kommentiert fleißig. Ich bin froh über jeden Einzelnen, der meine Videos guckt und mich unterstützt. Ja, Leute, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video wieder.